Herzlich willkommen zurück zum zweiten Kapitel unseres Let's Plays Survival in Haute-Belleron in Frankreich. Was bisher geschah, also wir haben einen Prolog gehabt, wo wir ein bisschen das ganze Angehen diskutiert haben, und dann hatten wir gestern das erste Kapitel, wo es darum ging, einfach mal das Ganze zu starten. Und jetzt heute geht es tatsächlich darum, das erste Geld zu verdienen. Wir haben gestern da aufgehört, wo wir beim Shop die Spritze gefüllt haben mit Dünger, Flüssigdünger. Das heißt, wir sind jetzt gerade auf dem Weg zu Feld Nummer 1, wo wir dann einfach mal das ganze Unternehmen starten werden jetzt in diesem Let's Play. Sobald wir dann bei Feld Nummer 1 angekommen sind, werden wir mal kurz in die Bilanz schauen, um zu sehen, ob die Gewächshäuser schon etwas an Einnahmen generiert haben. Ne? Einfach mal gucken, ob diese Produktion uns in die richtige Richtung bringt. Ja, man kann hier sehr, sehr schön sehen, dass der Zeto hier doch einiges an Leistung bringen muss, hier um den Berg hochzukommen. In meinen bisherigen Saves habe ich halt meistens mit den mittelgroßen oder großen Traktoren gearbeitet. Also es ist schon so schön zu sehen, dass er hier wirklich Leistung oder kämpfen muss, hier den Berg hoch. So, langsam nähern wir uns an dem Feld 1 an. Dann schauen wir mal, wie wir dann mit der eingeschalteten Spritze dann tatsächlich vorwärts kommen. So, da hier auf der rechten Seite haben wir das Feld 1 und dann schauen wir mal. So, dann klappen wir doch die Spritze mal auf und dann wollen wir mal gucken, dass wir dann auch das starten können. Müssen wir natürlich auch den Auftrag noch annehmen. Akzeptieren, okay. Dann machen wir mal noch hier reingucken, hier, das hier aus. Masterplan aus, falls inaktiv immer hoch. Ich will das hier sehen im Moment, bis wir da ein bisschen mehr Erfahrung damit haben. Okay, dann schalten wir das mal ein, fahren wir ein bisschen vor. Und los geht's.
Reicht mit der PS-Zahl, alles gut. Mit der Leistung scheint alles zu passen. Alles in Ordnung so. So, dann mal wenden. Ich mache das hier rückwärts, weil ich Angst habe, dass ich mit dem Spritzenende auf der rechten Seite die Bäume touchiere. Deswegen diesen Weg hier. Und weiter geht's. Zweite Bahn. Okay, wir werden hier definitiv darauf achten, dass sobald oben rechts die Meldung kommt, dass der Vertrag oder der Auftrag abgeschlossen ist, sofort zu stoppen. Weil ich glaube einfach, dass wir damit definitiv auch Dünger sparen können, wenn wir nicht das ganze Feld dann noch zu Ende fahren. Das muss jetzt gleich soweit sein. Jetzt aufgehört. So, dann geht's gleich mal weiter. Also erstes Feld ist abgeschlossen. Dann nehmen wir gleich mal schließen wir das auch ab hier im System, damit wir auch das Geld bekommen. Okay, dann abschließen. Und dann nehmen wir das Feld 10 an. Und los geht's. Spritze auf. Dann richten wir uns mal aus. Und los geht's.
Auch hier werden wir versuchen, rechtzeitig die Spritze abzuschalten, sobald der Auftrag abgeschlossen ist. Hoffe, das war ab. Wunderbar. Das ist schon abgeschlossen. Perfekt. Wunderbar. Abschließen. Und weiter geht's. Und weiter geht's mit Feld Nummer 11. Dann rechnen wir uns aus. Dann schalten wir dann mal das GPS ein. Wunderbarer Mod. Danke, Mowgli. So, Feld 10 abschließen. Und dann nehmen wir die 11 an. Gut. Ausklappen. Und weiter geht's. Ich möchte kurz ein bisschen an die Aspekte hier des Spiels insgesamt noch mal kurz ansprechen und halt meine Meinung dazu äußern. Natürlich bin ich natürlich bitte ich euch und motiviere euch dazu, eure Meinung in die Kommentare reinzuschreiben. Also ich bin der Meinung, dass es ein sehr 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 gelungener Titel ist. Die Möglichkeiten, die bestehen, das Spiel zu spielen, sind wirklich fast grenzenlos. Es ist halt nicht so wie das bei ETS 2, wo im Prinzip jede Karrierelinie ähnlich ausschaut, ne? Egal wo du bist und wer das spielt und so weiter. Ne? Klar, man tauscht den LKW, den kannst du austauschen. Ne? Es ist, wenn du nimmst einen anderen Typ Auftrag oder was auch immer nimmst du an. Aber die Karrierelinie ist dieselbe. Ja, hier kannst du ganz klar einen großen Unterschied oder unterschiedliche Karrieren machen. Du kannst es als Viehzüchter kannst du dich versuchen. Du kannst im Ackerbau groß werden und zum Beispiel auch die Forstwirtschaft. Du kannst dich als Holzfäller oder in die Holzwirtschaft insgesamt einarbeiten. Jeder kann das Spiel eigentlich so spielen, wie er will. Ne? Also es ist halt, einer kann es realistisch spielen oder mag es sehr realistisch, der andere mag es überhaupt nicht realistisch, macht alles mit Helfer und alles ist legitim irgendwo, weißt du? Und ja, das ist die Vielseitigkeit, also der Grundtitel oder die Grundlage des Spiels ist wirklich einfach sehr offen. Die Modderwelt, die Modder, die helfen natürlich mit ihren zum Teil fantasievollen oder auch eben sehr realistischen Mods der Community halt auch weiter, es noch zu verfeinern. Ne? Also Giants spielt das Grundspiel her
Und darauf baut dann die Community nach deren Geschmack das Spiel aus. Ne? Also ja, die Grafik finde ich toll. Das Licht, die Beleuchtung hier zumindest auf der Mont Pèlerin ist auch sehr schön gelungen. Also vor allem die Morgenstimmung und die Abenddämmerung ist einfach eine Augenweide, wie das gerendert wird. Ja, eben, also das Spiel ist sehr vielseitig, ist sehr schön gelungen. Es ist klar, dass das Spiel ist herausgekommen, es ist nicht bugfrei. Das ist klar. Ne? Es gibt nirgendwo, dass ein Stück Software auf den Markt kommt, was zum Start zu 100% funktioniert. Aber ich bin auch der Meinung, der Hype, der daraus gemacht wird, dass Giants nicht in der Lage ist und so weiter, also schnell darauf zu reagieren. Ich bin immer noch der Meinung, das Spiel ist spielbar. Es ist nicht so, dass die Bugs, die vorhanden sind, dich daran hindern würden, das Spiel zu spielen. Ne? Wenn du weißt, wo die Bugs sind, dann kannst du die umgehen und kannst halt einen anderen Weg finden, ne? Oder eine Lösung finden, wie du das Problem lösen kannst. Ne? Also es gibt viele, viele Möglichkeiten. Und zudem gibt es jetzt auch so, es ist ja auch so, dass die Modding-Community sehr aktiv ist und zum Teil gegen diese Bugs anmodden. Und nur zum Sagen, dass die Modding-Community super aktiv, also dass gerade gestern sind wieder 20 Mods veröffentlicht oder gut geheißen worden von Giants im Mod Hub. Und das ist nur der Mod Hub, ne, die 20. Das ist nicht auf Drittanbieter-Webseiten wie Farming Simulator 22mods.com oder so. Nein, das ist wirklich nur der Mod Hub, 20 Mods. Ja, ich bin begeistert. Ich bin auch sehr gespannt, wie und was das Patch, was versprochen worden ist, was vor Weihnachten rauskommen soll, was das hinzubringt, was es verbessert, ob gibt es andere Bugs, die dazukommen dann. Das ist ja alles noch nicht, das ist noch nicht so klar. Das ist ja normal. Leider hat Giants keine Development Timeline, sondern hat sich eigentlich in der Kommunikation gegen außen bezüglich der Bugs nicht wirklich aktiv geäußert, sondern sagt nur, dass ein Patch kommt noch vor Weihnachten. Wann der kommt, das ist natürlich wieder in den Sternen geschrieben. Dass einer kommt, das ist klar. Es ist auch gut, dass einer kommt. Giants muss reagieren, Giants muss auf die Käuferschaft und die Spielerschaft hören. Und vielleicht wünschte ich mir da schon auch noch ein bisschen proaktivere Kommunikation von Giants gegenüber deren Kunden quasi. Aber nichtsdestotrotz, also ich bin begeistert, ich würde das Spiel immer wieder kaufen und auch weiter empfehlen. Was meint ihr dazu? Ich bin sehr gespannt, wer sich hierzu gesellt, wie ihr hier das Ganze sieht. Dann machen wir hier mal erst weiter. Machen wir weiter, bis wir hier durch sind. Dann müssen wir eh mal tanken fahren, also tanken, die Spritze befüllen, bevor der nächste Auftrag kommt. Und sehen wir dann auch schon, ob das definitiv eine gewinnbringende Möglichkeit ist. Ne?
So, dann kommen wir dann auch wahrscheinlich schon hier mal fast zum Ende des Feldes, also zum Ende des Auftrages. Einfach darauf achten, dass wir das rechtzeitig beenden oder die Spritze rechtzeitig abschalten. Weil gerade bei einem größeren Feld wäre halt der Verbrauch, der verschenkte Verbrauch des Düngers halt doch ziemlich groß. Auch wenn es pro Feld nur 2-3 Liter sind, auf 20 Felder sind das auch 40 Liter. Okay, der nächste ist abgeschlossen. Jetzt fahren wir zum Shop runter, wo noch unsere Paletten stehen mit dem Dünger, mit dem Flüssigdünger. Den schließen wir jetzt einmal ab. Dann schauen wir mal ganz kurz in die Finanzübersicht. Klar, die roten Punkte, die muss man halt erstmal ein bisschen ignorieren. Also wir haben jetzt schon mal 270 Euro gut gemacht mit dem Verkauf von Produkten aus dem Gewächshaus. Dünger haben wir jetzt 14.400 ausgegeben, aber das ist die Pflanzenschutz auch. Der Umsatz haben wir jetzt gemacht 3.633. Da bin ich mal gespannt, wenn wir dann sauberen saubere Nummern hier haben, zu sehen, wie das sich dann im Profitbild dann zeigt, ob das wirklich profitabel ist, diese Dünge- und Spritzaufträge zu machen. Alles klar, gut, also wir haben schon ein bisschen was verdient. Wir haben circa die Hälfte dessen, was die Tiere gekostet haben im Ankauf, schon mal gedeckt. Das ist schon mal etwas für ihn, damit wir sagen, okay, innerhalb von ein paar Stunden wurde das gedeckt, alles gut. So, dann fahren wir mal zum Shop. Okay, hier fahren wir gleich nochmal durch das Dorfzentrum von Haute-Belleron. Wir können hier unten zur rechten Seite können wir den kleinen Hafen sehen, also da, wo die quasi die Fähren anlegen. Genau, hier, das ist so das Zentrum, ein schönes mittelalterliches Dörfchen, ein kleines Städtchen. Sehr schön gehalten, also auch die, das ist auch ganz typisch in Frankreich hier, diese Blumenschmuck. Also in Frankreich ist es so, dass sie jeden Sommer einen von den Gemeinden, Kommunen und so weiter ausgeschriebenen Wettbewerb gibt, glaube es landesweit sogar, dass wer das schönste blumengeschmückte Dorf hat über den Sommer. So. Und da geben sich zum Teil die Gemeinden extrem viel Geld aus, um das Dorf, Stadt schön zu halten, also zu schmücken mit Blumen. Das ist floriert überall. Und ich glaube, das Preisgeld ist ziemlich hoch. Also es lohnt sich, wenn man da dann in der Kategorie Kategorien Sieger wird. Ich glaube, das lohnt sich gar nicht schlecht für die Investition da. Ne? Also das ist ein ganz interessanter Aspekt, was auch hier wieder gespiegelt wird irgendwo. Sehr schön gemacht. So, schauen wir mal, welches ist das nächste Feld, was anfällt.
12, 14, 15. Okay, in diesem Falle hier gehen wir dann erstmal zu Feld 12. Das sind wahrscheinlich zwei Bahnen. Und dann machen wir 15 und 14. Okay, ich würde mal sagen, wir beschließen hier das erste Kapitel der Serie. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuschalten. Bitte kommentiert doch eure Meinung kommentiert doch eure Meinung bezüglich des Spiels. Und klar werde ich das dann auch entsprechend mit einbeziehen in den nächsten Kapitel oder in einem der nächsten Kapitel. Wenn ich jetzt ziemlich vieles vorproduzieren werde, kann es sein, dass ich die Kommentare dann erst in der nächsten oder übernächsten Folge dann mit einbeziehen kann. Wir machen jetzt Feld 12 und machen dann offscreen noch die zwei anderen Felder, damit wir ein bisschen vorwärts kommen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall morgen wieder beim nächsten Kapitel. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuschalten, fürs Einschalten, fürs Dabeisein, fürs Kommentieren, fürs Liken. Um dem Kanal eure Unterstützung zu geben, bitte liked das Video. Lasst die Glocke da, aktiviert die Glocke und lasst ein Abo da, damit ihr ja nicht verpasst, wenn das nächste Kapitel kommt. Es geht ja nicht nur, damit ihr es nicht verpasst, sondern es hilft einfach ungemein dem Kanal weiter. Der YouTube-Algorithmus ist halt darauf aus, dass eine Interaktion vorliegen muss. Likes und so weiter müssen da sein. Ganz herzlichen Dank nochmal. Dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag, Abend, wo ihr immer auch seid. Thanks so much. Au revoir. Danke und tschüss.